Diese Sendung wird präsentiert vom Schweizer Domizilservice. Heiko, es sind 8,3 Milliarden, die in dieses System reinfließen. Wir haben Intendanten, die mehr, also verdienen sowieso nicht, aber mehr Geld bekommen als die Kanzlerdarstellerin, die es auch nicht verdient, aber das ist jetzt anderes Thema, nicht unser Thema. Jetzt gibt es eine weitere spannende Zahl, die du auch in deiner jüngsten Publikation zusammengetragen hast. Es gibt inzwischen 4,9 Millionen GEZ-Verweigerer. Du hast ja selber am eigenen Leib, da ging ja richtig was durch die Medien, erlebt, dass das durchaus ungemütlich werden kann, zumindest im Drohszenario, wenn man sich mit dieser Truppe auseinandersetzt und anlegt. Ja, nochmal herzlich willkommen an alle Freidenker und Querdenker hier in Köln. Danke, dass ihr alle da seid. Bevor wir loslegen, habe ich eine Frage ans Publikum, mein lieber Micha, wenn ich darf. Wer von euch, wir sind ja unter uns quasi in der Familie, zahlt noch, oder anders ausgedrückt, zahlt keine GEZ-Gebühren? Der möge bitte mal den Arm heben. Dann dreht euch bitte alle mal um. Franz, das ist unfair. Dankeschön, danke. Achso, okay. Wenn wir aber die Mainstream-Medien folgen, das war mir unbedingt wichtig, weil viele fühlen sich sehr alleine. Ich bin mit meinem Sohn heute angereist. Zum ersten Mal begleitet er mich, 15 Jahre ist er alt. Ich wollte, dass er das miterlebt, ist auch Teil des Vortrags Zivilcourage, weil unsere Kinder hören über die Medien genau das Gegenteil. Und wenn ihr die Medien verfolgt, dann habt ihr das Gefühl, dass es nur ein kleiner, geringer Teil ist, der diese Gebühren verweigert. Aber ihr seht ja selbst hier im Raum, wir haben zwar noch nicht eine Majorität, aber knapp 50%, und das ist schon mal was. Ja. Und dieses System, hast du den Eindruck, kommt wirklich ins Wanken? Also es ist, ich meine, es wird ja schon auch ruppig durchgegriffen. Ja. Also wenn du hast es selbst angedroht bekommen, also die hat man Knast versprochen, sage ich mal so. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, naja, also das ist jetzt nicht, sie kriegen eine Ordnungswidrigkeit und ein kleines Bußgeld, sondern es ging ja richtig zur Sache bei dir. Genau, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen zu dieser Sache, steht in dem neuen Buch zur Info auch für dich. Du wunderst dich, warum du das kleine Heftchen nur hier hast und hier ist das große Buch. Es ist seit gestern, alle warten, wir haben mehrere tausend Bücher, selbst der Kopfverlag, keiner hat dieses Buch. Manchmal bei Amazon, wenn sie jetzt reingehen, gibt es dieses Buch. Die erweiterte Auflage wurde gestern ja geliefert. Und deswegen habe ich die ersten auch hier mitgebracht. Kriegst du nachher natürlich dein Exemplar. Ja, es war nie mein Thema gewesen. Ich habe mich damit nicht interessiert. Wir haben uns damals kennengelernt über die Jahrhundertlüge. Ja. Nur, es war ja so, dass ich letztendlich auch genötigt wurde, wie wir alle. Und ich muss dazu sagen, gerade jetzt in der Pause, ich kam noch nicht mal zu meinem Stand, als ich ankam. Mich haben so viele Leute angesprochen. GEZ, wie geht's weiter? Was sollen wir machen? Ich habe den Brief bekommen, dies und das. Es ist nicht meine Botschaft, muss ich gleich dazu sagen. Hier haben wir nicht die eierlegende Wollmilchsau, auf die viele immer hoffen, wo man mit einem Plan rauskommt aus dem System. Sondern hier geht es um eine Sache, die ist viel größer. Die ist viel größer, man muss sie erkennen. Das heißt, erstmal erkennen, warum zahlen wir überhaupt? Wie kann es denn bitte sein, dass ich, wenn ich nicht mehr an Gott glaube, aus der Kirche austreten kann und keine Gebühr zahle? Aus der Partei, aus dem Sportverein kann ich austreten und zahle auch keine Gebühr. Aber hier sollen wir bis zum Sankt-Nimmerleins zahlen, solange bis der Tod uns scheidet. Das ist meine grundsätzliche Frage nach dem Warum. Und wenn man bereit ist, und ich war dazu bereit und sagt, ich gehe diesen Weg der Zivilcourage, dann ist es auch ein Weg, der steinig und hart sein kann. Viele sagen ja, ich will was machen, wasche mich, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, dieses System versucht, die Leute einzuschüchtern. Katrin Weihrauch, aktuelles Beispiel, junge Mutter aus Brandenburg, Haftbefehl, der wurde schon erlassen. In meinem Fall war es ja nicht so, ich hatte es ja nur schriftlich.
Erzwingungshaft, wenn nicht bis dann und dann. Ist übrigens am Montag, weißt du noch gar nicht, die kommt am Montag zu mir zum Interview. Nächste Woche Freitag ist in Leipzig, genau. Hier geht es um was anderes. Ich habe mir gesagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, mit allen Konsequenzen. Natürlich kann es sein bei diversen Briefen, dass Leute einknicken, denn es ist okay. Aber man sollte sich vom Herzen einfach mal die Frage stellen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Und das ist die Grundbotschaft des Buches. Deswegen haben wir dort unzählige Anträge drin, die auch kostenfrei auf meiner Homepage drauf sind, zum Runterladen, einen Härtefallantrag zu stellen aus Gewissensgründen. Unzählige Leute sind diesem Weg schon gefolgt. Olaf Kretschmann, ich bin Ihnen sehr dankbar, der steht letztendlich beratend an meiner Seite in dieser Thematik. Und bislang, ich sage es mal so, sind wir so weit gekommen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir vom Bewusstsein erkennen müssen, dass wir immer mehr werden. Und da ist es wichtig, dass wir aufhören zu trennen in oben, unten, links, hoch, unten. Ich sage mal ein Beispiel. Wir sind wahrscheinlich auf einer Ebene, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und sage, ich habe hier einen Brief in der Tasche, den ich ohnehin wirklich in der Tasche habe, kann ich dir nicht zeigen, von Silvia von Storch, die würde mich draußen erschlagen vor der Tür. Und das ist der Punkt. Das heißt, Leute, die der Meinung sind, sie haben eine linke, rechte, oben, unten, was auch immer für eine Gesinnung, die sagen, ich rede nicht mit dir. Okay? Also warum sage ich das? Weil Silber von Storch hat mich gestern angeschrieben und hat geschrieben, dass sie mein Buch schon gelesen hat und sie wünscht viel Erfolg, weil die AfD letztendlich ja auch ist Teil ihres Wahlprogramms. Jetzt könnte man sagen, oh weia, jetzt hat Heiko Schrang sich geoutet. AfD-Sympathisant, Rechtspopulist und so weiter. Wahrscheinlich wird das demnächst so rausgeschnitten jetzt aus dem Interview für alle Leute. Ich schneide nie was raus. Entschuldigung bitte. Umgedreht. Es wird veröffentlicht bei den Leuten, genau. Ja, ja, klar. Und darum geht es aber jetzt. Wir müssen aufhören damit, uns zu teilen zu lassen. Und danke. Ja. Ich will dir einen... Entschuldigung. Das, was du sagst, ist insofern, weil wir es gerade hier und heute erlebt haben. Wir hatten ja hier eine Gegendemonstration gegen diese Veranstaltung. Egal wie speziell. Das Spannende war nun, einer von denen, wie mir nachher erzählt wurde, einer von denen hat dann eine kleine Rede gehalten. Und das, was an politischen Forderungen gestellt wurde, wie die Dinge sich verändern sollen, war nahezu deckungsgleich mit dem, wie hier diskutiert wird. Klar. Das heißt, es ist völlig hirnrissig, dieses Teil- und Herrschespielchen, was permanent funktioniert und was von den eigentlichen Punkten und den eigentlichen Problemen ablenkt. Das schafft das System aber großartig. Ganz kurz, Beatrice von Storch hat mich versprochen. Ja, ist schon klar. Silber von Storch. Ja, und da geht es jetzt darum, das ist das Spannende bei dem Thema, habe ich festgestellt, wir kriegen hunderte von Mails, also bitte jetzt nicht böse sein, ich bin jetzt dem Beispiel gefolgt, wir haben jetzt einen Autoresponsor, regen sich jetzt viele auf, weil wenn wir am Tag 500 Mails bekommen, die können wir nicht mehr beantworten, geht nicht mehr. Yep. Nur wegen dieser GZ-Sache. Yep. Also auf gut Deutsch, ob Studenten, ob, ich sag jetzt mal Linke, selbst Leute, wir haben Kontakt zur linken Partei, ich sag, kann ich hier offen und ehrlich sagen, ich sitze am Montag im Maritimhotel mit Lisa Fitz zusammen, die ist am Sonntag noch bei Gregor Gysi, wir reden über diese Thematik. Das heißt also, immer mehr Menschen öffnen sich dafür und das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, dass also nicht unterteilt wird und sagt, ich bin als Beispiel jetzt in der linken Partei, bin aber auch gegen die GEZ, aber gerade rede nicht mit dir, weil du bist bei der AfD, du bist ja böse gegen die GEZ und ich bin ja gut für die GEZ. Es bringt nichts. Yeah. Das teilt uns alle. Ich sehe es persönlich als eine hochinteressante Sache an. Also ich bin motiviert, auch hochmotiviert, da was zu machen, weil dieses System aus meiner Sicht massiv ins Wanken kommt. Das System spielt uns alle mit ein. Ob jetzt nun die Trump-Wahl, die Lügen, die sind so unerträglich mittlerweile, die dort ablaufen. Es grenzt schon an Körperverletzung. Danke. Lass uns ganz kurz nochmal einen Blick, ich habe das ganz am Anfang gesagt, es ist ja... Also hinter die Kulissen dieses Gesamtgebäudes werfen, wie kann man denn 8,3 Milliarden für Programm, ich rede nicht über die Qualität, sondern ich rede jetzt einfach nur für Programm überhaupt ausgeben oder landet das ganz woanders? Genau, das ist ja die Lüge. Wir nennen es immer im Buch die Pensionsbombe, die tickt. Das ist das Geheimnis. Im Geheimnis versteckt sich ein Geheimnis. So würde ich es mal formulieren. Dieses GZ-System ist mittlerweile ein Staat im Staat. Das heißt, wenn man sich mal die Dimension anschaut, die ARD und ZDF tun so,
Wir sind so der Antagonist zu den privaten Sendern, aber mittlerweile ist dort ein Medienkonzern, der seinesgleichen sucht. Und die 8,3 Milliarden mal im Vergleich, das Ministerium fürs Innere, was für unsere aller Sicherheiten und für die Grenzsicherheit da ist. Welche Grenzsicherheit? Die nicht existiert. Also, existiert. Ja, okay. Die haben ein Budget von 7,8 Milliarden. Dass man mal die Verhältnismäßigkeit sieht. Ja. Und das Problem ist, wissen nicht so viele Leute, sind die Pensionen. Weil wenn man sich anschaut, dass dort Pensionszusagen gemacht worden sind, zum Beispiel an Tom Buro, der hat eine Pensionszusage von 3,1 Millionen. Ja. Jetzt könnte man denken, das ist ein Einzelfall. Es ist überhaupt kein Einzelfall. Seine Vorgängerin Monika Thiel hat genau dieselbe Pensionszusagen. Carola Wille, ARD-Chefin, ist ja durch die Medien vor kurzem gegangen. Sie hat selber zugegeben, ja, sie erhält, wenn sie in die Pension kommt, 17.000 Euro. Und jetzt wird es richtig spannend. Und wir reden hier von monatlich, ne? Monatlich, nicht 17.000 Euro. Ja. Und da hat selbst der Mainstream drüber berichtet. Was aber keiner gesagt hat, ist, dass jeder von denen noch eine staatliche Rente erhält. Weil es sind ja keine Beamte. Das heißt, sie erhalten die staatliche Höchstrente auf der einen Seite und erhalten als Bonbon noch eine Pension von 17.000 Euro. Jetzt mal zum Vergleich. Die Durchschnittsrente in Deutschland liegt bei 1.176 Euro. Meine Mutter erhält 800 Euro Rente. Warum wird mit allen Mitteln dran festgehalten, bis Blut spritzen wird an dem System? Weil wenn immer mehr Menschen unserem Beispiel folgen, bricht das ganze Kartenhaus auseinander. KIF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, guck rein in den aktuellen Bericht, hat festgestellt, da musst du aber die Lupe rausholen, um dir diesen dicken Bericht anzusehen, dass dort eine Deckungslücke existiert von 2,2 Milliarden Euro. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir werden verblödet, verdummt. Man sagt, da sind Leute, so wie ich, einer von denen, wo im Epoch Times schrieb vor kurzem, Heiko Schrang ist einer der Vorreiter der Verweigerer-Szene. War ich nie, will ich auch nicht sein. Die wollen mich dann natürlich in irgendeine Ecke schieben. Fakt ist eins, da wackeln aber richtig Gelder. Und das ist der Grund, weil der größte Teil, um auf deine Frage zurückzukommen, der 8,3 Milliarden fließt nämlich nicht in diese Seifenopern, die wir als Konserve zum 100.000. Mal sehen, in Schleife. Nein, in die Pension von all diesen Leuten. Im Vergleich mal ein Helmut Kohl, der, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte Politiker war, sich mit Eiern beschmeißen lassen musste, noch 1990, erhält eine Pension von 12.800 Euro im Monat. Und sollte er nicht irgendwo mal angestellt gewesen sein, kriegt er noch nicht mal eine staatliche Rente. Jetzt frage ich mich, geht doch mal bitte nachher auf die Straße und fragt doch mal die ganzen Leute, kennt ihr Carola Wille? Kennt ihr Monika Piel? Kennt ihr Tom Buro? Wer ist denn das? Wie kann das denn sein, dass da Leute sind, die mehr verdienen, in dem Fall Bundeskanzlerin, 218.000 Euro offiziell Jahreseinkommen, Tom Buro 380.000. Wie kann das sein? Was da für ein Stellenwert hintersteckt? Und jetzt geht's noch weiter. Wenn ihr diese Briefe erhaltet vom Beitragsservice, wie diese Firma heißt. Lass mich einen Punkt da nochmal anschließen, weil nämlich eine Sache hier für mich dann sehr deutlich wird und auch sehr transparent wird. Man kann sich darüber jetzt echauffieren und aufregen. Es ist aber die klare Antwort über die Hierarchie in diesem System, dass das, was wir an medialer Landschaft, also den medialen industriellen Komplex haben, über der Politik steht. Das wird nicht nur an den Gehältern deutlich, sondern wird natürlich auch an dieser ganzen Struktur auf die Art und Weise deutlich. Absolut. Die stehen oben drüber und die Politiker, die, wir haben es bei Wulff erlebt, in dem Moment, da kommt ein falscher Satz und da werden Leute, die eben noch Big Darling waren, werden geschlachtet. Über Nacht. Ich habe nur gehofft, dass du mir nicht die Frage stellst und sagst, sag mal Heiko, welche Politiker sind denn dort verwickelt in den Rundfunkräten und so weiter? Gut. Ich habe gesagt, ich hoffe, er stellt mir nicht die Frage, weil ich müsste dann sagen, frag mich lieber, wer nicht drin ist. Ja. Wenn du die Listen dir anguckst, fällst du rückwärts um. Ich glaube, wir haben alleine 30 Seiten im Buch nur alleine. Alle werden namentlich genannt. Ist unvorstellbar, was das für eine Vetternwirtschaft ist. Abgehaftete Politiker, Kurt Beck beispielsweise, Seehofer ist immer noch voll dabei,
Die sitzen alle drin in den Rundfunkräten. Da werden Gesetze erlassen für sich selber, ziehen sich dort Pensionen rüber. Und man muss es nur einmal erkennen, dieses perfide, große System. Und wenn man aber, da sind wir wieder am Punkt, sagt, nein, ich ziehe einfach durch, ich bleibe dabei, bin aber auch bereit, wie gesagt, Konsequenzen entgegenzunehmen, dann, und viele denken so, wovon ich ausgehe, dass wir immer mehr werden, also wir, deswegen haben wir bewusst hier die Titanic genommen, die untergeht, und ich glaube, das ist so die Intention, die ich wahrnehme, dass ich glaube nicht, dass noch 3 Jahre die Sache überleben wird, weil wenn das fällt mir der Name, der gesagt hat, er zahlt auch keine Gebühr im Fernsehen, helft mir mal weiter kurz, Bruder, genau, Bruder sagt selber, ich kann es nicht mehr ertragen, zahl keine Gebühr. Ja, also immer mehr Leute kommen quasi aus der Mottenkiste raus und sagen, wir wollen da nicht mehr mitmachen. Und das ist letztendlich der richtige Weg, um Zivilcourage zu gehen. Also ich meine, es ist ja auch das, insofern wird hier ein Begriff, den du jetzt mit Zivilcourage, ich sag mal, wieder ausgräbst, einer, der virulent und bedeutsam auch wieder wird. Das ist ja das, was in den Schulen den Kindern im Grunde genommen ausgetrieben wird. Also das ist ja auch, was keiner hier wirklich will. In dem Moment, wo ich zu einer bestimmten Position stehe, wo ich bestimmte unbequeme Wahrheiten oder wie auch immer artikuliere, gibt es den Druck, gibt es den Ärger. Also das, was wir an sich immer ganz nach oben auf die Fahne geschrieben haben, nämlich die Zivilcourage des Bürgers, ist etwas, was hier eigentlich gar nicht gewollt wird. Insofern ist es schön, dass das jetzt mal wieder so ein bisschen aus der Taufe, aus der Versenkung wieder und gehoben deswegen wird. Deswegen kriegst du sie alle damit. Ich habe noch wirklich noch nicht einen erlebt, der mir sagt, ich zahle gerne die Gebühr, finde ich toll, die 17,50 zu zahlen. Keinen. Leute, die sich sonst streiten würden über x Sachen. Ich bin Vegetarier, du bist ein böser Fleischesser, du bist links, du bist rechts, alles Mögliche. Aber in dem Punkt sind sie sich irgendwie alle einig. Und es ist ja noch viel schlimmer. Man muss sich mal vorstellen, wenn du in die Historie zurückgehst von den Alliierten nach 45, wie die Sache gegründet worden ist, letztendlich, was das eigentlich für ein Politikum mittlerweile geworden ist, dieses ganze System. Und dass letztendlich wir alle sogar für das eigene Umerziehungsprogramm, was die Amerikaner uns auferlegt haben, noch jeden Monat zahlen. Ja, ist schon grotesk. Danke. Das ist natürlich die grandioseste und großartigste Form der Re-Education, wenn du dann selber natürlich auch noch deine eigenen Gehirnwaschpropheten dann auch noch auf die Art und Weise bezahlen musst. Jetzt, wenn du dich mit diesem System anlegst und wenn du sagst, ich bin jetzt ein Verweigerer, vielleicht kommt mir ja auch, gibt es ja irgendwann mal so einen GZ-Leugner oder sowas ganz, das sind die ganz schlimmen Sachen, die dann passieren können, dann hast du jetzt erstmal, auf die politische Schiene kommen wir gleich, hast du ja erstmal das Problem oder die Situation, dass sich dann so eine juristische Maschinerie in Gang setzt. Mhm. Wie würde man denn das jetzt mal nur von der juristischen Seite her bewerten? Gibt es da an sich sowas wie eine saubere Rechtsgrundlage? Wie würdest du das einschätzen? Oder wie würdet ihr das mit auch den Beratern, mit denen du zusammenarbeitest, wie ist das zu bewerten? Ich kann wirklich in dem Fall nur Olaf Kretschmann zitieren. Der ist der Meinung, dass es keine richtige Rechtsgrundlage dafür gibt letztendlich. Die Richter, wir freuen uns alle mal über die Tübinger Urteile, die wurden aber alle kassiert in der nächsten Instanz, muss man dazu sagen. Ja. Weil wenn man sich, ein Richter ist jetzt nicht drin in den Rundfunkreden, aber wenn man sich anschaut, dass da Gewerkschafter und die Herrscher von Politikern drin sind, die arbeiten alle Hand in Hand. Also man hält dran fest und hier geht es darum, man rüttelt an einem massiven System, muss ich gleich dazu sagen, das sind auch wenige Leute, da sind ca. 30.000 Leute dran beteiligt. Also das ist schon ein DAX-Konzern mittlerweile. Das bedeutet, selbst die kleine Sekretärin, die dort sitzt und uns den Drohbrief rausschickt, selbst die hat einen Anspruch auf eine Pension und zwar liegen die zwischen 1,6 bis 2.000 Euro. Das heißt, es sind nicht nur die da oben, nein, nein, selbst die normalen Angestellten. Klar. Ist ein riesen Konglomerat mittlerweile. Und deswegen sagte ich am Anfang, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht, nur, und das ist unser Weg, dass wir sagen, wir bombardieren die mit Anträgen, dass die nicht wissen, was vorne und hinten ist. Also
Es ist extrem erfolgreich. Momentan kann ich nur empfehlen, auf meiner Homepage, wie gesagt, Download, alles drauf, Härtefallantrag zu stellen aus Gewissensgründen. Aber nur, wenn man es vom Herzen aus will. Und nicht, weil man sich sagt, ich will keine 17,50 im Monat zahlen. Wie begründest du denn das? Also Härtefall. Härtefall aus Gewissensgründen. Mhm. Wie würde man das oder wie kann man das substantiiert begründen? Welches Gewissen oder nicht welches Gewissen, sondern inwieweit ist da das Gewissen in Konflikt mit dem, was eine solche Institution, Behörde, Fragezeichen, ja, von dir abverlangt? Gut, das ist eine individuelle Sache. Das muss jeder selber für sich rausfinden, was seine Gewissenssache ist. Also bei mir waren es mehrere Dinge. Zum einen aus religiösen Gründen. Als Buddhist habe ich gesagt, ich kann nicht, wenn ich da Mord, Totschlag sehe, also Hass, Neid, Unwissenheit sind die drei Punkte im Buddhismus. Der dritte Punkt ist, wenn wir uns anschauen, diese Kriegspropaganda, der betrieben wird, ist ja nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich finanziere mit meinen 17,50 eine Propaganda. Ich muss ja erst im Bewusstsein der Menschen eine Möglichkeit erschaffen, um überhaupt einen Krieg führen zu können. Also die Bereitschaft in der Bevölkerung, dass sie sagt, ja, okay, da gehen wir mit. So wie 91 die Brutkastenlüge in den USA. Du kennst die Story, wo daraufhin Irak überfallen. Ja, okay, jetzt können wir doch wirklich, können wir überfallen das Land. Und hier ist es ähnlich. Das heißt, indirekt sogar finanzieren wir sogar auf psychologischer Ebene die Kriege mit, wo unschuldige Menschen ums Leben kommen. Und wenn ich das mit meinem Gewissen bitte nicht vereinbaren kann, dann schreibe ich einen Brief, stelle einen Antrag aus Gewissensgründen, und zwar, ganz wichtig, an den Intendanten. Bei mir ist es der RBB in dem Fall. Frau Schlesinger ist jetzt diejenige, welche. Lustig ist auch, in meinem Fall, Olaf Kretschmann sagte mir, mein Fall scheint ganz oben da angesiedelt zu sein mittlerweile, weil der Beitragsservice schreibt mir gar nicht mehr. Und viele kommen ja auf diesen mit der Nummer und sagen, ist ja nicht unterschrieben, die können mir nichts. Also ich muss ehrlich sagen, meine Briefe sind alle unterschrieben. Zweiseitig, richtig, ja, mit gelb und zugestellt. Und trotzdem wurde mir gesagt, Herr Schrang, also Mai haben sie schon angefangen mit Gefängnis, und die allerletzte Frist setzen wir Ihnen bis zum 15. September direkt vom RBB, von ganz oben, von der Geschäftsleitung. Wenn Sie nicht zahlen, werden sofort die Zwangsmaßnahmen gegen Sie eingeleitet. Also ich sitze heute noch hier, freue mich bei euch zu sein, und alles ist in Ordnung. Ich finde das spannend mit dem, weil jetzt mal ein Weg auch deutlich wird. Es gibt ja immer wieder, ja, ich sag mal, jetzt einerseits die juristischen Argumente, du hast das eben mit, dann ist es nicht unterschrieben oder so. Alles Dinge, die sicherlich von der sauberen juristischen Argumentation her völlig zutreffen, die aber oft nicht so wirklich weiterführen. Aber man könnte natürlich jetzt in der Tat sagen, aus unterschiedlichen Gewissensgründen, und da kann ich bei dem Programm das Thema Gewalt, das Thema Pornografie, genau, das Thema Verherrlichung oder Vorbereitung von Krieg. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch kaum noch jemand ernsthaft in Abrede stellen kann. Zumindest wenn es mein Gewissen entsprechend belastet, kann ich das so verargumentieren, dann könnte das in der Tat ein Weg sein, der dazu führt, zu sagen, ja, also da müssen die erstmal in eine Prüfung, und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll, ob sie dann sagen, okay, stört sie das jetzt wirklich, und bist du nicht mal heimlich fotografiert worden, wie du in Stirb langsam Teil 4 gewesen bist oder sowas. Also mir meinst du jetzt, ja? Nein, ich meinte nur als Beispiel, dass man sagt, naja, da muss ich jetzt jemanden überwachen, wie ist denn sein Kinoverhalten, stimmt das mit dem Thema Gewalt oder? Mhm. Also nur wenn das 5 Millionen, 10 Millionen Menschen machen, dann haben die jetzt zu donnen. Ne? So viele Gefängnisse kann es ja gar nicht geben, um die Leute alle zu verhaften. Aber das müssen wir uns einfach mal auch sagen oder darüber nachdenken. Aber für die Leute, die der Meinung sind, sie wollen den Weg gehen. Und dann möchte ich noch eins sagen, was mir wichtig ist, weil Olaf Kretschmann ist wahrscheinlich näher dran, weil der kennt die alle, die ganzen Szene-Leute. Und da sage ich ganz, ich bin immer, du kennst mich schon ein paar Jahren, immer direkt und ehrlich. Manche haben Schwierigkeiten, Probleme damit, aber manche sagen, es ist okay, du bist direkt. Wir halten Vortrag beide zusammen. Und zwar, wer aus dem Leipziger Raum kommt, nächste Woche Freitag, 18.30 Uhr,
super spannend. Eher ich und Katrin Weihrauch sind dort. Müsst auf unsere Seite www.machtsteuertwissen gehen. Und da sagte ich zu ihm, Olaf, wie viele Leute von deinen ganzen Leuten, du kennst alle, namhaften GZ-Boykott, gestern habe ich mit ihm telefoniert und ist dabei und macht, geht unseren Weg mit, hat er wortwörtlich gesagt, die sind nicht dabei, warum eigentlich? Wegen dir. Oh, was habe ich jetzt falsch gemacht? Du bist nicht, was hat er gesagt, aus der Sicht dieser Leute bist du nicht political korrekt, du bist eher ein Verschwörungstheoretiker. Ja, also wegen meiner Jahrhundertlüge. Ja, ja. Also es ist ein Spinner und wir wollen ja eigentlich den sauberen Weg gehen und sie beißen sich alle so die Zähne aus. Und das stört mich, muss ich sagen, dass jeder sein Süppchen kocht. Dass er sagt, ich habe einen anderen Weg als du, der ist besser als deiner, aber irgendwie kommen sie alle nicht weiter. Was haben wir gemacht? Eine Sache noch. Wir haben vor 2 Wochen mit ihm zusammengearbeitet, aus dem Stegreif. Ich meine, da sind ja einige Abonnenten, habe ich vorhin gehört, die kriegen ja meine Newsletter. Da haben wir eine Sache entwickelt, haben festgestellt, dass wenn du die Beiträge zurückverlangen willst für 2013, musst du diesen Antrag noch bis Ende 2016 stellen. Und hier geht es überhaupt nicht darum, ob du die erhältst. Es geht nur darum, dass du das ganze System lahmlegen kannst. Haben wir veröffentlicht, auch die Epoch Times, diese Geschichte. Alle rennen jetzt rum, also unsere Sympathisanten, und stellen auf einmal einen Antrag. Das heißt, du musst dir mal vorstellen, es ist ein Riesenkonzern, der schreibt Brief A. Dann Antwort A, Brief B, Antwort B. Jetzt kommt aber Z. Oh, was ist ein Z? Was machen wir jetzt mit Z? Die haben ein Problem auf einmal. Die müssen sich jetzt Gedanken machen. Standardschreiben funktioniert nicht mehr, weil du sagst, ich krieg von euch noch Geld. Ich habe Anspruch drauf, bis zum 31.12. verjähren die. Bitte überweis mal. Und darum geht es. Also letztendlich ist es auch einfach in dem Moment, wo da so eine Massenbewegung entsteht, etwas, was den gesamten GZ-Apparat durcheinander bringt, um es höflich zu sagen, oder wirklich lahmlegt. Ja. Denn wenn solche Anträge, entweder auf Rückerstattung oder Anträge auf Gebührenbefreiung aufgrund von Gewissensentscheid oder, wenn das eben millionenfach passiert, dann helfen Ihnen auch die 30.000 Leute, die Sie da als Angestellte haben. Oder den Apparat, der damit insgesamt auch nicht sind mehr. Ja, nicht so viele. Also beim Beitragsservice, glaube ich, sind es gerade mal 1.500. Ich rede von dem Kameramann, der für ZDF arbeitet. Die alle sind in den 30.000 drin. Ist klar. Ja. Wie soll das funktionieren? Wir wollen 1.500 Leute, Millionen Menschen bearbeiten. Aber das ist der Punkt. Wie können Sie die bearbeiten? Das ist schon richtig. Sie können natürlich abschreckende Exempel statuieren. Genau, was das wäre jetzt, man würde sagen, okay, Heiko Schrank, stecken wir in den Knast. Werden Sie nicht machen, weil dann würden wir das Buch wahrscheinlich millionenfach verkaufen. Weil das ist ein bisschen schwierig natürlich. Ja. Als oder du würdest im Gefängnis ein zweites schreiben. Ja, wie war es denn, wie läuft es dort ab zum Beispiel? Ja, gut, genau. Jetzt könnten Sie sagen, okay, jetzt bringen wir ihn um, wäre auch noch eine Variante. Und dann ist es immer so, wenn ich sage, okay, ist wie mit der Zahnpasta, klingt zwar mal hart, mit der Zahnpastatube, die Zahnpasta ist schon raus, Sie kriegen sie nicht mehr rein. Kann ich euch versprechen. Ja. Ein Instrument neben den persönlichen Repressalien, also Kontopfänden. Ich habe Steuerprüfung, gestern Post erhalten, Steuerprüfung. Ich habe jetzt eine Steuerprüfung mit meiner Firma, aber ist ja normal. Die kommen dann mit so einen Sachen. Ja gut, aber auch wenn, aber auch da macht es die Masse. Ich meine, das ist immer etwas, also was, glaube ich, bei dem, was du sagst, ungeheuer wichtig ist oder zum Verstehen wichtig ist, dass wenn wir mal begreifen, dass wir die 99% sind, das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Natürlich können Sie bei dir, bei mir, bei hier den im Saal, weil die hier die falsche Eintrittskarte für heute und morgen gekauft haben, eine Steuerprüfung machen, alles klar. Nur in dem Moment, wo will das Finanzsystem noch agieren, wenn Sie jetzt bei 20 Millionen eine Steuerprüfung sofort ansetzen, da haben Sie die nächsten 20 Jahre zu tun. Also das sind Dinge, die dann auch nicht mehr funktionieren. Wir müssen versuchen, die Ebenen zu wechseln. Das Sichtbare ist immer die Manifestation des Unsichtbaren. Und das Unsichtbare sind unsere Gedanken. Und wir sind. Wir haben dort eine Verbindung. Also wir wollen jetzt nicht auf morphogenetische Felder eingehen, da sind andere Referenten wahrscheinlich wesentlich besser. Fakt ist eins, wir müssen uns dorthingehend verbinden, dass wir wissen, dass wir als Ganzes wesentlich mehr erreichen. Und die Leute, ist mir auch wichtig noch zu sagen, ich kann es verstehen,
Leute, die angestellt sind oder Menschen, die sagen, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, wenn die sich an meinen Arbeitgeber wenden, ist auch berechtigt, ne, diese Angst. Nur. Ja, Sie können auch nicht, ich sag mal, wenn ich spinne jetzt mal, wenn jetzt die VW-Mitarbeiter geschlossen sagen würden, wir machen das nicht mit, dann kann VW auch nicht 100.000 Leute entlassen. Genau. Dann ist der Laden im Eimer. Deswegen bringe ich immer gerne ein Beispiel. Vielleicht kennst du diese Sache mit Merkel. Merkel hat doch diese Rede vor Merkel diesen nicht. Professoren. Diese Rede, kennt ihr diese Rede vor diesen Professoren, die sie gehalten hat, wo ganz mutig der eine Mann aufgestanden ist und hat sich zu Wort gemeldet, ein Mann, und hat gesagt, er macht sich Sorgen um seine Kinder, Flüchtlinge und so weiter. Und die kamen so als Sicherheitsleute, aber nett noch, und haben gesagt, jetzt gehen Sie mal raus. Jetzt stellt euch mal vor, wenn der halbe Saal aufstehen würde und sagt, nee, Frau Merkel, so ist nicht. Dann können Sie alle nach Hause gehen, auch die Sicherheitsleute. Und das ist der Punkt. Und jetzt meine Botschaft an die Leute, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind, denen sage ich immer, wenn sie sagen, ich habe Angst, ich gehe ja den Weg, aber irgendwann könnte es sein, wenn ich dann verliere, dann muss ich auf einmal 2.000 Euro zahlen, und die habe ich denn nicht, weil ich verdiene so und so viel Geld. Den Leuten sage ich, holt euch ein schönes Sparschweinchen, was toll aussieht, was euch immer anlächelt, und jeden Monat steckt ihr da die 17,50 rein. Ihr zahlt einfach nicht, ihr geht unseren Weg. Der Plan ist im Buch oder auf unserer Seite. Von A bis Z, geht den durch. Und wenn es dann doch so sein sollte und in 2 Jahren sagen die, jetzt kommen wir mit der Kontopfändung mit da und da, weil die Briefe dauern jetzt immer länger, nämlich, ist nämlich spannend, ja, weil die kommen nicht hinterher. So, Worst Case Szenario, du haust dann mit dem Hammer rauf, gibst denen das Geld und sagst, okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du auch raufschlägst und sagst, ich mache einen schönen Urlaub, Schatzi. Ja. Und davon gehen wir aus. Nur sollte man statt der 17,50 vielleicht jeden Monat einfach eine Silberunze reinpacken, dann genau. Habe ich wenigstens auch noch, wenn das in 5 Jahren dabei ist, von dem Urlaub was. Das, was jetzt neben den persönlichen ökonomischen Steuerprüfungen, Knast, Pfändung oder ja, den Gerichtsvollzieher und so weiter alles passieren kann. Es gibt jetzt noch eine neue Variante, eine politische Variante, dass alle, die über dieses Thema nachdenken, also schubladisiert werden, 100%. Rechtspopulist oder Reichsbürger. Ist denn das jetzt so die nächste Stufe, wo du dann auch noch landen wirst? Buddhistischer Reichsbürger oder... Genau. Ich finde es übrigens schon sehr spannend. Also ich war übrigens noch nicht in Köln, also finde ich immer toll, spannende Eindrücke. Und jetzt komme ich ins Gespräch im Flugzeug mit einem Mann, der neben mir saß. Unterhalten uns, der sagt, er kommt aus Köln und wohnt aber in Berlin, und er macht heute seine, treffen sich nach 10 Jahren, Schulfeier, bla bla bla. Was machen Sie denn? Erzähle ich ihm, okay, ich bin zum Kongress als Redner eingeladen. Was denn für ein Kongress? Querdenker-Kongress. Sind Sie ein Reichsbürger? Wirklich, kein Witz. Mein Sohn Maximus sagt, Papa, was ist ein Reichsbürger? Sag ich, Maximus, das kann ich dir selber nicht beantworten, weil es gibt gar keine. Also das Lustige ist ja bei dieser Thematik, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, diese Begrifflichkeiten, es ist immer so, wie du schießt Pfeile ab, und also das System ist nur noch am Abschießen, also permanent, und entweder wirst du getroffen, weil du sagst, oh, es tut mir weh, oder wie bei Living Buddha, du setzt dich dorthin, machst quasi, bevor er seine Erleuchtung hatte, die Pfeile von Mara wurden ja abgeschossen, und dann fallen die als Lotusblumen zum Boden, also auf gut Deutsch, es interessiert dich gar nicht, du bist immun. Und so ist es ja mit Reichsbürger, man hat also verzweifelt versucht, eine Begrifflichkeit zu erschaffen, um Leute zu diffamieren. Also Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass Deutschland souverän ist. Ja, ich glaube nicht, ich glaube, wir sind eine Firma, sind Reichsbürger, wie Adrian Ursache, C. Venadu war der Vorreiter. Ja, einer der ganz wilden Reichsbürger ist Schäuble, der das mit der Souveränität gesagt hat. Wir sind ja nicht souverän, genau. Hat das im Fernsehen erklärt, und auch alles Reichsbürger. Jetzt ist es aber nur so, wenn man sich mit dieser Thematik, jetzt springen wir mal zum anderen Thema kurz rüber, befasst, wird man feststellen, tatsächlich gab es ja ein Reichsbürgergesetz in Deutschland, und zwar im Jahre 1935 wurde das kreiert quasi, und dies galt für einen, ich sag mal, bestimmten Menschenkreis in Deutschland,
wo es auf ging es um Blutlinien und Familienherkünfte. Und mit, wissen wir ja alle, mit Untergang des Dritten Reiches 1945 sind alle, also quasi diese Bewegung war einverleibt im Dritten Reich. Und ob nun die NSDAP oder die ganze Sache, ist ja nun verboten, überhaupt das zu erwähnen. Das heißt, letztendlich juristisch gesehen ist sogar jeder, der sagt, du bist ein Reichsbürger, den kann man sogar verklagen nach § 130 Volksverhetzung. Aber das sagen sie uns natürlich nicht. Ja, ja, ja. Aber es ist, man muss einfach nur wissen, das war das, was du vorhin mit dem Teil- und Herrschespielchen angesprochen hast, man muss einfach nur wissen, wenn die Argumente ausgehen und die sind schon lange ausgegangen, kommt die nächste Schublade, in die irgendwas reingepackt werden kann. Einfach mitdenken, immer mitdenken. Ja. Also Rechtspopulist ist das Gleiche. Ne? Populist, jeder ist Rechtspopulist. AfD, wir sind alle Rechtspopulisten. Aber guck dir das Wort an, Populist. Ne? Ja. Kommt aus dem Französischen, Populi. Ja, es kommt Populus, aus dem Lateinischen, das Volk. Ja. Wenn du aus dem Lateinischen ursprünglich, ja, genau, jetzt, ja, gehst du rein und holst dir mal einen alten Dun, haben wir den Tag im Büro gemacht, von 1980, steht drin, eine Politik, die die Gunst der Massen zu gewinnen sucht, steht im alten Dun noch drin. Jetzt frage ich mich eins, was machen eigentlich die ganzen Politiker der Einheitsparteien? Oder vor der Wahl? Oder habt ihr schon mal erlebt, dass es, da sind die Grünpopulisten, da ist der Ökopopulist, da ist der Liberalpopulist, sowas schon mal gehört, also ich nicht, ja, oder Linkspopulist? Wie geht's beim Thema, letzte Frage, mit dem Thema GEZ? Du hast jetzt Publikationen, die wird dir aus den Händen gerissen. Mit Hilfestellungen, wirklich auch, das ist jetzt eine Publikation, die, die Schritte, die nächsten, die jeder Einzelne tun kann, mit Download, mit entsprechendem Input zur Verfügung stellt. Prognose kann man, ich weiß, wie Mark Twain so schön gesagt hat, Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn es um die Zukunft geht. Wie ist das mit dem GEZ-System? Wie kann das weitergehen? Also bist du da guten Mutes, dass das wirklich irgendwann crasht? Sagte ich vorhin schon. Also ich prognostiziere, ich weiß, das Problem mit diesen Daten, 3 Jahre. Aber wir leben in einer Zeit einer immensen Schwingungserhöhung in allen Bereichen. Das heißt, das, wo man sagt, die Leichen, die im Keller liegen, die kommen überall hoch. Und das System macht eins, das holt Sahne raus und macht Sahne über die Leichen rüber, aber die können machen, was sie wollen. Es fängt immer mehr an zu stinken. Also jeden Tag kommen immer mehr Sachen ans Tageslicht. Und ich sehe und glaube daran auch, dass immer mehr Menschen erwachen. In dieser Zeit, wir gehen in eine neue Zeit des Erwachens und die ist nicht irgendwann mal irgendwo da hinten, sondern die ist ganz nah bei uns dran. Das potenziert sich so dermaßen, ich habe ja nur Beatrice von Storch, kann ich sagen, weil ich kann es belegen, ich habe den Brief bekommen und bei. Es sind aber auch andere Leute, die gar nicht erwähnen darf, die wollen es nämlich nicht. Selbst die haben sich schon an mich gewandt wegen diesem Buch. Mhm. Als Türöffner, die sagen, das ist hochinteressant, wie die Sache zusammengefasst wird. Und eine Sache ist mir viel wichtiger. Ihr seid alle hier, finde ich toll, wie gesagt. Und hier sind ja eine Menge tolle Referenten, die alle morgen noch kommen, was ich gesehen habe. Aber mal ganz ehrlich, wir hier auf dem Podium sind überhaupt nicht wichtig. Weil wirklich wichtig seid ihr alle. Weil in der Zeit des großen Wandels seid ihr wichtig, dieses Wissen rauszutragen, nach Hause zu gehen und mindestens mit 5 Menschen zu sprechen, und denen das zu erzählen, was hier war, was hier los war. Wenn ihr das macht, dann haben wir eine Menge erreicht. Vielen Dank. Heiko Schrank, danke. Danke. Diese Sendung wurde präsentiert vom Schweizer Domizilservice.